Professor Pechinger, in Ihrem Vortrag haben Sie gesprochen über den Spagat zwischen Grundlagenforschung und Anwendung und über den mitunter langen Weg von der Invention zur Innovation. Wie deckt die RWTH diesen Weg ab? Wie bekommen wir diesen Spagat hin? Ja, ich denke, das ist vielleicht gerade sogar ein Markenzeichen der RWTH, weil sie halt die gesamten Disziplinen, die ich benötige, um eine Innovation wirklich auf den Markt zu bringen. Das fängt ja mit Ideen an, muss aber dann durch die ganzen Hürden und Schwierigkeiten einer Entwicklung gehen. Diese Disziplinen, die sind alle vorhanden. In den Ingenieurwissenschaften bin ich natürlich häufiger anwendungsorientierter unterwegs. Da haben wir Lehrstühle, die ganze Produkte oder Produktgebiete abdecken, wie bei mir den Motor oder das Fahrzeug. Aber wir haben gleichzeitig die Grundlagen von der Verbrennungsgenetik dann bis zur Chemie und Verfahrenstechnik wieder auf der Anwendungsseite oder Biologie. Und dadurch, dass ich all die Disziplinen hier quasi unter einem Dach oder an einem Standort verfügbar habe und dann auch die Strukturen, die diese miteinander verbinden, über Cluster und Profilbereiche, das ist eine traumhafte Landschaft, um aus einer Invention erstmal überhaupt Ideen zu generieren, aber dann aus Ideen wirklich eine Innovation zu machen. Der Rektor hat so eine Steilvorlage gegeben mit dieser provozierenden Frage, ob man überhaupt Verbrennungsmotorforschung noch braucht oder ob wir ihren Lehrstuhl nicht abschaffen können. Ist das ein Anachronismus und was ist die Zukunft in der Verbrennungskraftmotoren? Ja, ich habe den Ausblick gezaugt. Ich glaube nicht, dass wir in der absehbaren Zukunft ohne Verbrennungsmotoren auskommen werden. Das ist für Schiffe und schwere Antriebe, Nutzfahrzeuge sowieso keine Frage. Aber selbst für Pkw, für längere Strecken, ist aus meiner Sicht auf lange Sicht der Verbrennungsmotor notwendig. Und wenn er dann durch bessere Technik verdrängt wird, ist es auch gut. Aber wir sollten ihn nicht verbieten und schon gar nicht die Forschung beenden, weil bei der hohen Stückzahl an Motoren, die auf der Straße sind und auch noch auf die Straße kommen, muss man aus dem Motor das Beste machen, was geht. Und das Potenzial, ich habe ja aufgezeigt, Wirkungsgradsteigerungen von heute 37% bis auf über 50%. Das ist mal eben um 50% mehr. Das sind ja gigantische Potenziale, die da drin sind. Aus meiner Sicht wird es auf lange Sicht notwendig sein, da viel zu investieren in der Forschung. Aber das Bessere ist des guten Feind. Ich finde Wettbewerb toll. Und wir beschäftigen uns ja auch mal in meinem Institut mit Hybridtechnik, auch Brennstoffzellen und alternativen Antrieben. Und die Vielfalt ist eigentlich auch die Stärke nachher in den Produkten. Es wird nicht diesen einen Weg geben. Herr Professor Feldhusen, Herr Pechinger adressiert mit seiner Forschung verschiedene sogenannte Global Challenges wie Mobilität, Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz. Wie ist die Strategie der RWTH in diesem Spannungsfeld, einmal Grundlagenforschung zu leisten und auf der anderen Seite Global Challenges zu adressieren? Welche Strategie verfolgt die RWTH da? Ich glaube, mit diesem programmatischen Punkt trifft er ja genau, der Kollege, das, was wir in unserer ersten oder zweiten Exzellenzinitiative als Strategie für die RWTH Aachen ja auch uns selber als Ziel genannt haben, nämlich Meeting the Global Challenges. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir deutlich machen, dass wir an diesem Weg in den letzten Jahren sehr konsequent gearbeitet haben. Und gerade in dem Vortrag vom Kollegen Pechinger ist ja deutlich geworden, dass wir in Aachen beides können, nämlich Grundlagen und Anwendung, also Erkenntnis generieren und Anwendung. Und ich glaube, das Entscheidende ist eben, dass wir alle Abstufungen dazwischen auch können. Nicht? Also wirklich von den neudeutsch genannten Rocket Science Wissenschaften aus der Eins heraus, ja, also von Physik, Chemie, Biologie und so weiter und so fort, in allen Facetten und Übergängen bis letztendlich tatsächlich in die Industrie hinein, über unsere An-Institute und die ganzen Dinge, die eben auch betrieben werden. Also ich finde, er ist wirklich ein Leuchtturmbeispiel für die Aussage Meeting the Global Challenges und die Verknüpfung von Grundlagen und von Anwendungswissen und Wissenschaften.